Hallo und herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. Ich hoffe, ihr habt wieder gute Laune mitgebracht und Spaß und Zeit. Wir starten auch sofort los. Lange Rede, gar keinen Sinn. Also, ich habe ja gesagt, wir können uns jetzt überlegen, ob wir Mitten University oder Tumble nehmen. Und ich wäre für Mitten, weil wir einfach dort forschen und ja, endlich in die Forschung halt eintreten. Das ist halt mein Wunsch dahinter. So, deswegen starten wir dort los. Ja, lass mal wieder ein bisschen hinsetzen hier ordentlich. Also Mitten University, der Reaktor der Mitten University ist von unseren Fortschritten beeindruckt. Der Rektor. Man hat uns eingeladen, für die Mitten University ein Forschungs- und Ausbildungskrankenhaus aufzubauen. Das ist eine tolle Chance für uns. Wir können eine Forschungsabteilung aufbauen und neue Technologien entwickeln. Wir werden jedoch nur Medizinstudenten und Krankenpfleger einstellen können. Deshalb müssen wir für Weiterbildungsmöglichkeiten sorgen. Die Mitten University wird uns für jeden Mitarbeiter, den wir weiterbilden, und jedes Forschungsprojekt, das wir abschließen, zusätzliche Mittel zukommen lassen. Das heißt, wir kriegen Geld. Zuallererst brauchen wir aber eine Forschungslizenz. Das Ministerium wird sie uns gewähren, wenn wir unsere technologische Kompetenz durch den Aufbau eines Krankenhauses mit einigen verbesserten Maschinen demonstrieren. Aber selbstverständlich. So, in diesem Krankenhaus ist es übrigens sehr kalt. Wir sollten zusätzlich Heizkörper einbauen, damit die Leute im Krankenhaus es warm haben. Das ist auch neu. Deswegen, was jetzt angeht, wir müssen Heizkörper auf jeden Fall bauen. So, das ist unser wunderschönes Krankenhaus. Ihr seht, wir haben hier mehrere Bereiche, die wir freischalten können. Und wie gesagt, wir fangen hier unten an. Wir werden auch hier ganz entspannt starten. Und wir haben, wie ihr seht, Leute, die nichts können, nennen wir es mal liebevoll. Und das ist auch okay. Das ist mir eigentlich am liebsten, muss ich sogar so sagen. So, wir werden hier noch eine Empfangsdame einstellen und ein Arzt, beziehungsweise zwei Ärzte. Einmal den und einmal den. Und gleich zwei Krankenpfleger. Zack. Und zack. So. Haben wir das schon mal erledigt? Dann werden wir uns eine Aufnahme bauen. So. Die werden wir hier hinbauen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem ersten Zimmer. Beziehungsweise ich überlege. Wir werden uns zwei oder vier wird das benötigt. Okay. Wir können uns nun das kaufen. Dann werden wir uns dieses hier kaufen. Und hier hinten bauen wir uns erstmal eine kleine Weiterbildung. So. Einmal hier. Zack. Und eins und zwei. So. Dann ein Abfalleimer, ein Desinfektionsspender, eine heiße Schokolade. So. Und dann zwei Pflänzchen hier rein. So. Das haben wir damit schon erledigt. Ein Zertifikat werden wir mal hier noch reinhängen. Und ein Bronzestern. Eine Uhr. Und selbstverständlich bräuchten wir jetzt hier, was wir ja schon gelesen haben, einen Heizkörper. Und da wäre es ganz sinnvoll, wenn wir zeitnah diesen großen Heizkörper eigentlich reinstellen. Das heißt, wir gehen mal auf Temperatur. Ach, den gibt es noch gar nicht zu kaufen. Es gibt nämlich irgendwann später einen großen Heizkörper, den man kaufen kann. Gut. Wir schauen uns das Ganze mal im Temperaturreiter an. Ihr seht jetzt hier, das ist der Heizkörper und da sieht man quasi die Auswirkungen. Wir sollten uns im gelben Bereich befinden. Alles, was blau ist, ist total unterkühlt. Alles, was rot ist, ist total überhitzt. Das finden unsere Leute auch nicht so prickelnd. Deswegen dort bitte immer aufpassen. So, wir werden uns schon mal einen Arzt schnappen. Den möchte ich gerne als Allgemeinmediziner machen. Und den werden wir schon mal dort hineinbringen. So.
Und dann werden wir uns eine Arztpraxis bauen. So, hier ist es 10-mal lang. Das heißt, wir werden 4 und hier ist es auch 10. 4x5 bauen. So. Und na, das gefällt mir ja gar nicht, dass jetzt hier die Aufnahme nicht mit möchte. Dann werden wir das anders machen müssen. Dann werden wir das Ganze nicht 4x5, sondern 4x4 noch machen. Das gefällt mir sonst gar nicht. So. Den setzen wir nochmal hier hin. Den Aktenschrank, den setzen wir dahin. Die Waage setzen wir dorthin. Ein Abfalleimer kommt hier hin. Ein Desinfektionsspender. Heiße Schokolade. Ein Trophäenschrank finde ich hier ganz passend. Die Pflanze natürlich nicht vergessen. Einen normalen Schrank, den kann man auch noch hier hinsetzen. Und den Heizkörper brauchen wir auf jeden Fall. Zertifikat. Den Bronzestern kann man hier schön hinsetzen. So. Das Anschlagsbrett kommt daneben, eine Uhr und ein Stuhl. Obwohl der Peacock-Stuhl, den finde ich ja noch besser. So, kann man sich mal kurz hier hinpflanzen. So, und den Heizkörper selbstverständlich, den benötigen wir ganz dringend. Den jetzt zwischen nicht quetschen, doch da. So. Gucken wir uns einmal an, ob das von der Wärme so passt. Doch, das ist optimal. Sehr gut. So. Haben wir dies auch. Jetzt benötigen wir natürlich hier auch diverse Heizkörper. So, dann werden wir einen hier hinstellen. Und ein Dortenstern. Und wir werden so mal gucken, dass wir hier noch mit den Zimmer, mit den Bänken hinkommen. Objekt. Bank, selbstverständlich. So, Getränkeautomat. Snackautomat. Zack. Und wo ist er? Der Heizkörper. Brauchen wir den Heizkörper? Temperatur, Heizkörper. Die Tür sollten wir im 8 haben. So. Aber hier vorne ist es dann recht kühl. Na, mal gucken, ob das nicht zu warm wird. Wir könnten das auch anders machen, dass wir den hier nochmal hochnehmen. Personaldurchsage. Herr Doktor, Sie haben gewonnen. Bitte so. Kommen Sie jetzt aus Ihrem Versteck. Und dann. Was macht denn der Ofen eigentlich? Ist der so warm? Oh, der ist ja warm. Dann nehmen wir den. Passt mal auf, dann werden wir den hier verkaufen. So. Und dann gucken wir uns das Ganze mal hier an. Temperatur. Oh, der ist ja warm. Dann können wir den hier ja verkaufen, wa? Ja, sehr schön. Wenn der Ofen so warm ist. Sehr schön. So. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Diagnosebeschluss. Die Patientin leidet etwas. Wir wissen nur noch nicht an was. Dann sagen wir mal, bitte warten. Damit wir weitere Diagnoseräume bauen können. Das wäre super. So. Wir werden uns dieses Grundstück, glaube ich, noch irgendwann zulegen. Beziehungsweise hier werden wir dann die Behandlung machen. Wir werden erstmal eine allgemeine Diagnose nach hier hinten bauen.
So, 4x4. Und dort. Zack. Hey, ich hab gesagt, zack. Das hinstellen. So. Ein Desinfektionsspender. Ein Feuerlöscher. Zack. Eine heiße Schokolade. Eine Pflanze. Einen Schrank können wir hier hinstellen. So. Und. Ach, Brust habe ich ja gar nicht bei der anderen Geschichte damit reingemacht. Na, ich bin ja einer. Einmal da. Einmal da. Ernährungspyramide finde ich da ganz gut. Das Zertifikat könnten wir ja eigentlich hier drüber hängen. Den Bronzestern nehmen wir dahin. Ein Anschlagsbrett hier hinten. Die Uhr da drüber. So, und Heizkörper. Da gibt es keinen Ofen. Nee, hier müssen wir echt mit Heizkörpern arbeiten. Naja. Gut, dann arbeiten wir hier halt mit Heizkörpern. Am Feuer möchte ich aber gerne wissen, ob wir hier mit Krebsen den normalen Stuhl nehmen. Okay. Finde ich lustig, dass man bei dem einen den Peacock-Stuhl mit reinnehmen kann und beim anderen nicht. So, einmal hier eine Temperatur. Und da stellen wir auch noch einen hin. Und dann vielleicht noch einen Mülleimer. Das war unter Gesundheit und Sicherheit. Genau, zack. So. Ist das auch optimal mit der Temperatur? Ja, das sieht gut aus. So. Dann hätten wir das. Unser Personal sollten wir vielleicht auch nochmal hier briefen, wo es rein darf. So. Sehr schön. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Ein Upgrade sollte installiert werden. Dafür müssten aber, glaube ich, ein Hausmeister mit... Ach nee, bist du ein Hausmeister? Du bist kein Hausmeister. Wo ist mein Hausmeister? Personalhausmeister, ne? Das ist halt nur ein normaler Hausmeister. Keiner mit Abschluss. Mit Mechanikabschluss. So. Ein Krankenpfleger werden wir jetzt in Diagnostik den Kurs starten. Und dann werden wir denjenigen, der jetzt hier auch startet, dann auch später nur im diagnostischen Bereich lassen. So, es wird eine Apotheke benötigt. Ja, die werden wir auch bauen. Wir bauen sie erstmal hier mit rein. Das ist der Plan. So, eine Apotheke, Apotheke, Apotheke. Da, Apotheke. So, zack. Dass wir erstmal ein bisschen jetzt an Geld verdienen. So, ein Abfalleimer. Einen Feuerlöscher, einen Desinfektionsspender, eine heiße Schokoladenmaschine, eine Pflanze, einen Schrank kann ich schaden, eine Ernährungspyramide, zack, ein Zertifikat. Schön hier hinter verstecken, damit keiner sieht, dass wir ein Zertifikat haben.
Und hier ein Bronzestern. Den hier werden wir auch mal ein bisschen beiseite schubsen, den Schrank. So, ein Anschlagsbrett. Einmal hier hin. Eine Uhr. Dann dahin. Ein Stuhl. Und Heizkörper. Ein dorthin. Und ein dorthin. So. Weiter geht's. Genau. Dann benötigen wir da auch noch einen Krankenpfleger. Und du solltest nur in dem Behandlungszimmer arbeiten. So. Genau. Haben wir dies auch gemacht. Ja, Gänge sind hier ein bisschen schmal. Ich glaube, da muss ich nochmal ran. So, Diagnosebeschuss, Diagnosen bitten zu Patienten bitten zu warten, das wäre ganz nett. So, 1, 2. 1. Einmal dort, ein Snackautomaten. Ein Getränkeautomaten. Was ja ganz cool ist, ist ja in dieser Verbrennungsanlage hier. Da kann man sowohl Abfall reintun, als auch, dass es halt warm wird. Aber das kostet halt 600 Kudosch-Punkte, das Teil. Also da können wir jetzt nicht wirklich mit auftrumpfen. Deswegen, da müssen wir halt einfach warten. So. Patienten müssen zu warten. Wir sollten noch einen weiteren auf einstellen. So, dich noch als Diagnosefuzzi. Und dann werden wir jetzt noch eine Kardiologie bauen. So. Und dann bauen wir jetzt noch die Kardiologie. So. Eine Waage. Mülltonne. Einen Aktenschrank finde ich auch noch gut. Dann benötigen wir einen Feuerlöscher, einen Desinfektionsspender, das ist auch die heiße Schokolade, Pflanze, ein Schränkchen und diverse Poster. So, da kann man ja auch mal auf was anderes drauf gucken. Da das, der Bronzestern. Anschlagsbrett. Eine Uhr. Ein Stuhl. Und Heizkörper dürfen wir nicht vergessen. So, müsste jetzt warm genug sein. Genau. Die rudimentären Sachen sollten jetzt funktionieren. So, was sieht es bei den Hausmeistern aus? Da könnten wir uns nur den einstellen und den irgendwann als Mechaniker ausbilden. Das wäre der Plan. So, hier unten sieht es auch ganz gut aus. Hier hinten sollten wir uns, glaube ich, noch mal einen Heizofen hinstellen. Bitte verhalten Sie sich so, als gäbe es ein Feuer. Ja, sollte warm genug sein. Und dann können wir uns noch mal Sitze hinstellen. So. Zack. Genau. Ist das eigentlich auch gleichzeitig ein Dekorationsobjekt? Kann man das irgendwo sehen? Nee, wa? Können ja mal gucken. Nee, das ist kein Dekorationsobjekt. Schade. So, was haben wir da noch für Bilder, was wir hier so an der Wand hängen können? Ein Sonic-Poster.
So. Okay. Damals gut Attraktivität dazu gewonnen. So, wir haben einen Notfall für die Apotheke. Nehmen wir mit erstmal, damit wir ein bisschen Geld haben. Harrison Wolf und begrüße euch bei Radio Two Point. Und dann Sondersendung. Sollten wir uns präsentiert von den gute Neuigkeiten. Wir kriegen 5000 Euro für den Abschluss und für die Weiterbildung. Sehr schick. So, Diagnostik haben wir abgeschlossen. Hört jetzt erstmal etwas Musik, während ich nachsehe. Wir werden wo dieses für Geräusch unseren herkommt. Mechaniker hier hinten. Für unseren. Kommt schon. Für unseren Hausmeister. Jetzt hab ich's. Kam gerade nicht auf das Wort Hausmeister. Auch gut. Unsere Mechanikausbildung starten. So, jetzt haben wir noch wieder eine neue Krankheit. Schlechtes Bauchgefühl kennen wir ja schon. Apotheke wird benötigt. Genau. Das haben wir jetzt auch gemacht. Ja. Sieht ja für den Anfang wieder mal nicht schlecht aus alles hier. Gefällt mir. So. Dann werden wir hier wieder mal ein paar Snackautomaten und Getränkeautomaten hinstellen. So. Mülleimer. Da. Und ein Pflänzchen hätte ich gerne noch. Pflanze. So. Das ist schön. Und hier hinten kann man sich auch noch einen Trophäenschrank hinstellen. Dekoration. Trophäenschrank. Zack. Und dann werden wir uns den Heißkörper hier verkaufen. Temperatur gucken wir uns nochmal an mit einem Ofen. Und zack. Jetzt wird es natürlich ordentlich kuschelig warm hier, ne? Ich überlege ja. Und wir nehmen den hier mal hoch. Stellen den hier rüber. So. Damit es nicht ganz so warm wird, oder? Schauen wir mal. Was sagt die Temperatur? Ja, das ist schon besser. Sonst gehen die ja hier volle Möhre ab. So, Personalherausforderung. Schaffe 90 Tage ohne einen Todesfall. Das schaffen wir doch niemals. Aber wir probieren es. Mehr als nicht gehen. Geht nicht. So, Attraktivität sieht soweit gut aus. Weiterbildung wird benötigt. Können wir aber nicht machen. Objekte, Dekoration. Was können wir denn noch hier Schönes hinstellen? Alles nicht so, was wir an die Wand hängen können. Ach so, Pipi-Pfütze. Oh, wir sollten vielleicht auch mal sowas wie eine Toilette bauen. Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir das mal demnächst machen. Ja, das machen wir mal jetzt. Objekte? Nee, Zimmer. Hallo und guten Tag allerseits. Dann bauen wir uns eine Toilette. Mit einem super Kinderprogramm auf Radio Two Point. Als erstes also mal eine runde hinterlistige Zack. Werbung für die ganz Kleinen. Und in Cheesy Gubbins zwei, ist drei. Genauso viel Milch drin wie in Milch. Hört sich und nicht so an, als könnte das stimmen. So. Aber wen interessiert das schon? Und wo ist eigentlich unser Hundeposter? Da. Hehe, es ist so hässlich. So hässlich, ich find's schon wieder gut. So, wir könnten ja hier nochmal eine grüne Schallplatte hinhängen. Und dort auch nochmal eine goldene Schallplatte im Klo. Wer kennt das nicht? Eine goldene Schallplatte im Klo. Der Klo-Song. So. Toilette gebaut. Sehr schön. Und jetzt haben wir einen Mechaniker. Jetzt können wir nämlich dann auch sagen, hier, machen wir den Herzraser besser. Das ist der Plan dahinter. So, wir werden mal wieder auf Personal gehen. Und denjenigen hier in Behandlung fördern, groß starten.
Genau, das ist der Plan. Und dann geht das auf ordentlich weiter. Und was ich auf jeden Fall nochmal jetzt überlegen müsste, nicht dort rein, sondern dort. Denn bei der Richtlinie, genau, Schnellbehandlungsentscheidung ist nämlich schon wieder raus, der Haken. Genau. Und dann sieht es doch jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, wir müssen jetzt hier bloß noch das Update installieren. Ich werde mal noch ein Pausenzimmer bauen, damit unsere Leute hier auch gut in die Pause gehen können. Und ich glaube, ich habe hier, das müssen wir nochmal anheben, arbeiten. So. Mal gucken. Mein Gott, was ist denn hier los? So. Gut, jetzt nochmal das Ganze. Jetzt habe ich mich natürlich hier ein bisschen hinreißen lassen mit dem Bauen. Aber das muss jetzt auch mal gerade sein. Warum gehst du jetzt eigentlich hier nicht? Ach so, wahrscheinlich weil... Aha, ja. So. Jetzt. Der Snackautomat, den habe ich jetzt natürlich auch wegrationalisiert. Und dann kommt jetzt der Mülleimer hier hin. So. Gut. So. Jetzt wollen wir mal oder auch nicht gut, wie man es halt nimmt. An so, dann werden wir jetzt hier ich drüben immer früh aufgestanden, runtergegangen und habe mich auf den noch Boden die gesetzt, Bänke hinstellen, weil hier kommt ja auch nochmal irgendwann ein Zimmer hin. Abstrakten Figuren anzuschauen. Und die erlebten so was ich ja nur machen wollte, war ja so eigentlich Fülle. Das Personalzimmer bauen. Immer zusammen. Also das Pausenzimmer, nachdem später ich mich hier schon wieder hinreißen lassen habe. Dass der kleine Wolf sich da so. Das Signalrauschen angeschaut hat. Das machen wir recht spartanisch, was für einen weißes Rauschen ist, indem kann für wir Unterhaltung sein. Merkt euch das. Zack, da. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Mülleimer. Desinfekt. Ne, einen Holzofen bauen wir mal hier hin. Ein Trophäenschrank. Eine Pflanze. Ja, ja, Forschungslizenz freigeschaltet. Tolle Neuigkeiten. Das Gesundheitsministerium von Two Point hat uns gerade eine Forschungslizenz erteilt. Dadurch können wir in jedem unserer Krankenhäuser neue Maschinen, Upgrades und mehr erforschen. Um ein Forschungsprojekt zu starten, benötigen wir ein Forschungszimmer und natürlich einen Arzt mit Forschungsausbildung. Auch die Diagnose und Behandlung von Patienten kann zu unserer Forschung beitragen. Das Einfangen von Geistern kann sehr erleuchtend sein. Sehr schön, dass wir das jetzt haben. So. Und wir haben jetzt erstmal hier unsere kleinen. Geh mal weg hier. Unseren kleinen Bereich, wo unsere Mitarbeiter sind, gemacht. So. Zack. Genau. Dann können die dort erstmal Pause machen. Sehr schön. Es wird eine Station benötigt. Bitte warten. Und wir haben die Hauswohnung erfüllt, 90 Tage ohne Todesfall hätte ich ja nicht gedacht. Aber ich bin die Letzte, die sich deswegen beschwert. So, und wir haben schon unsere Ziele für die Ein-Sterne-Bewertung. Wir sollen einen Arzt in Forschung ausbilden, wir sollen ein Farbtherapie-Forschungsprojekt abschließen und wir sollen einen Patienten in Farbtherapie sogar heilen. Das wäre das, was wir machen sollen. Und nebenbei natürlich unser Krankenhaus hier wunderbar aufrechterhalten
Und das werden wir auch tun, aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, liken. Alle Informationen zum Spiel, zum Entwickler, zum Publisher unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sage ich, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.